In diesem Video stelle ich Ihnen Kalkwerk vor, eine Kalkulationssoftware für komplexe Produkte. Verkäufer wandeln ihre Kenntnisse und den Kundenbedarf in Lösungsvorschläge um. Steigt jedoch die Komplexität der Produkte, sinken die Kenntnisse der Verkäufer und die Anzahl der Verkäufer, die solche Produkte vertreiben können. Gleichzeitig steigt die Fehlerquote bei Produktauswahl und Angeboten und damit auch die Kosten für das Unternehmen. Zusätzlich wird die Zeit zwischen Kundenanfrage und Angebot immer länger. Frage ist, wie kann der Verkauf diese Produktkomplexität am besten bewältigen? Hauptidee ist, dass man alle Kenntnisse zentral erfasst. Das heißt, man legt Produktregeln, Produkteigenschaften, Produktdaten und so weiter in ein zentrales System ab, und zwar in ein System, das für alle Verkäufer verfügbar ist. Genau das ist das Prinzip vom Kalkwerk. Kalkwerk integriert das ganze Produktwissen und verpackt es in einer effektiven Bedieneroberfläche. Ziele von Kalkwerk: Erstens, dass ein Verkäufer ein komplexes Produkt sehr schnell anbieten kann. Zweitens, dass ihm bei diesem Prozess keine Fehler passieren. Und drittens, dass eine höhere Anzahl von Verkäufern solche komplexe Produkte anbieten kann. Hier ist eine vereinfachte Demo einer typischen Kalkwerk-Anwendung. Das Layout und Farben werden an den Kundenbedürfnissen maßgefertigt. Daher sieht jede Kalkwerk-Anwendung anders aus. Im Grunde genommen erzeugt der Anwender mit Kalkwerk ein nicht existierendes Maßprodukt. Dieses Maßprodukt oder Modell kann er dann analysieren oder an Kunden anbieten. Dieser Bauprozess umfasst die Auswahl eines Produkttyps, wie jetzt hier, die Eingabe und Auswahl von Parametern, wie zum Beispiel jetzt hier die Baugröße, Temperaturklasse, Motor-KW, Drehzahl, Menge und so weiter. Kalkwerk liefert dann Daten zu den einzelnen Komponenten, wie jetzt zum Beispiel hier Kosten und Gewichte. Der Anwender kann dann das Produkt noch mehr anpassen, indem er andere Varianten von Komponenten auswählt, wie zum Beispiel jetzt hier eine andere Montage, ein anderer Motor, ein anderes Laufrad. Zusätzlich erzeugt Kalkwerk eine Stückliste des konfigurierten Produktes und der einzelnen Bestandteile, wie jetzt zum Beispiel hier das Laufrad. Dann sieht man die Artikel, die im Laufrad drin sind, Beschreibung, Kosten und Gewichte. Das ist die Grundfunktion von Kalkwerk. Natürlich kommen diverse und zahlreiche Funktionen hinzu. Zu den Funktionen bei Kalkwerk spielt die Automation eine große Rolle. Diese Automation hat zwei Ziele: Anwender entlasten und Fehler auf Null bringen. Ein paar Beispiele dieser Automation ist zum Beispiel: beim Start der Anwendung werden automatisch User-Einstellungen geladen, das heißt Nutzername ist drin, Spracheinstellungen und so weiter. Wenn ich jetzt einen Kunde eingebe, werden automatisch Kundendaten geladen, wie jetzt zum Beispiel hier Rabattsatz und bei Bedarf weitere Daten. Wenn ich hier jetzt eine kleinere Leistung eingebe, erscheint hier jetzt ein roter Balken, eine Warnung und eine Fehlermeldung, dass der Motor zu klein ist, dass der Motor, der diese Leistung liefert, zu klein ist für das Produkt. Wenn ich jetzt ein anderes Produkt auswähle, erscheinen hier mehr Komponenten, die für dieses Produkt relevant sind, aber nicht für das vorige. Wenn ich ein weiteres Produkt wähle, erscheint diese Fehlermeldung, dass dieses Produkt dieser Norm nicht entspricht. Man sieht hier, dass durch die Automation muss sich der Anwender nicht alles merken. Und es werden Fehler vermieden, bevor man ein Produkt überhaupt produziert. Im Unternehmen existiert Kalkwerk nicht allein. Kaufmännische und technische Datenbanken
wie zum Beispiel Warenwirtschaftssysteme oder Produktmanagementsysteme, liefern aktuelle Teiledaten, wie zum Beispiel Preise, Gewichte, Zeichnungen und so weiter. Kalkwerkausgaben sind PDF-Dateien oder man kann Kalkwerkdaten in CRM oder Vorlagensysteme exportieren. Kalkwerkmodule können auch in andere Excel-Dateien oder Programme verwendet werden. Zum Beispiel bei einem Kunde haben wir das Gewichtskalkulationsmodul in ein Labelprogramm integriert, damit dieses Labelprogramm identische Gewichte zu Kalkwert ausgibt. Bleibt dann nur noch eine Frage offen: Warum überhaupt Kalkwerk? Kalkwerk ist ein bestehendes Produkt, das wir seit 2007 entwickeln. Das heißt, wir müssen nicht bei Null anfangen und Kalkwerk ist relativ schnell einsetzbar. Entwicklung seit 2007 heißt, wir haben tiefe Produkterfahrungen über viele Einsatzbereiche gesammelt. Und die Technik im Kalkwerk ist schon abermals verbessert und optimiert worden. Ein weiterer Vorteil von Kalkwerk ist, dass es eine offene Anwendung ist. Ihnen steht der ganze Quellcode offen zur Verfügung. Das macht Sie unabhängig von irgendeinem Softwareanbieter und Sie können die Software von jedem beliebigen Entwickler weiterentwickeln lassen. Oder Sie entwickeln die Anwendung in-house weiter. Dritter Vorteil von Kalkwerk ist, dass es auf Excel gebaut ist. Das heißt, keine Installation von zusätzlichen Programmen, da Excel auf den meisten Rechnern schon vorhanden ist. Excel selbst ist eine ziemlich ausgereifte und robuste Technik. Wie schon vorher erwähnt, lassen sich Excel-Module relativ einfach in andere Programme einsetzen. Und zudem bietet Excel eine sehr effektive Umgebung für In-House-Entwicklung.